Liebe 1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Über 2500 Menschen in ganz Baden-Württemberg haben heute ihre Arbeit niedergelegt. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, unter anderem Mitarbeiter von Rathäusern, Stadtwerken und Krankenhäusern, standen auf der Straße. In Baden-Baden bestreikten sie den Nahverkehr. In Stuttgart blieben fast alle Kitas geschlossen und auch in Albstadt gingen die Menschen auf die Straße und demonstrierten. Zack, boom, bis es knallt, riefen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Denn sie sind sauer. Sie haben das Gefühl, ihre Arbeitgeber lassen sie nicht an der guten Konjunktur teilhaben. Deshalb standen etwa 180 von ihnen in Albstadt am Bürgerturmplatz und machten ihre Wut mit Fahnen, Trillerpfeifen, Konfettikanonen und Sprechchören wie »Wir sind es wert« Luft. Ihre Forderung? 6% mehr Gehalt. Außerdem möchten sie, dass die Azubis 100 Euro mehr bekommen und die üblichen 30 Tage Urlaub. Momentan sind die Chancen nicht so gut. Wir haben 2 Verhandlungsrunden hinter uns und noch überhaupt kein Angebot der Arbeitgeberseite überhaupt auf dem Tisch. Und das macht es uns schwierig, überhaupt gemeinschaftlich hier voranzukommen. Üblicherweise hätten wir doch in einer zweiten Verhandlungsrunde was anbieten können. Wir haben 40 Milliarden Steuerüberschuss dieses Jahr erwirtschaftet und bei den Beschäftigten soll nichts davon ankommen. Das ist ein Skandal und deswegen stehen wir hier in Albstadt vor Ort, um auch mit den Kollegen vor Ort in den Kreiskommunen auch richtig Druck zu machen, dass die Arbeitgeber sich bewegen. Der Pflegenotstand greife auch in den kommunalen Krankenhäusern um sich. Deshalb waren zahlreiche Beschäftigte vor Ort, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Unter ihnen auch die Pflegefachkraft Silvia Bausinger, die für sich, ihre Kollegen und den Beruf im Allgemeinen kämpft. Tag und Nacht bereit zu stehen, um ins Krankenhaus gerufen zu werden, weil wieder eine Kollegin zusammengebrochen ist, die den Dienst nicht mehr schafft. Und dann, wenn man dann mehr Geld möchte und berechtigte Forderungen, gerade für uns Krankenhausmitarbeiter, sind vom Manteltarifvertrag auch noch einige Sachen dabei, die im restlichen öffentlichen Dienst eben schon Usus sind, die schon die öffentlichen Dienstmitarbeiter bekommen, nur wir im Krankenhaus eben nicht. Die Pflegefachkraft fühlt sich wie eine Mitarbeiterin zweiter Klasse. 200 Euro mehr würden für eine Pflegekraft eine Lohnsteigerung von über 7% bedeuten. Und eben diese sei auch wichtig, um den Beruf wieder attraktiver zu machen und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dann wollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aus den Landkreisen Tübingen und Reutlingen es ihren Kollegen im Zollernalbkreis gleichtun und streiken. Mit der Initiative Mach dich stark will sich der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart jetzt zu seinem 100-jährigen Jubiläum aktiv gegen Kinderarmut im Land stark machen. Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg sei mittlerweile von Armut betroffen. Das heißt, es habe zwar genug zu essen, nicht aber genügend Geld, um am normalen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In einem reichen Bundesland sei das eine Schande, so die Verantwortlichen. Ziel der Kampagne ist es, Mitstreiter zu gewinnen und eine breite gesellschaftliche Bewegung gegen Kinderarmut anzustoßen. Auch wenn der Frühling aktuell eher wie ein Winter wirkt, das Reutlinger Frühlingsfest hat seine Tore schon geöffnet. Für Groß und Klein gibt es auf dem Bösmannsecker zahlreiche Fahrgeschäfte und viele Buden zu besuchen. Der Vergnügungspark ist noch bis Sonntag täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Karusselle und Autoscooter sind ebenso vertreten wie Riesenrad und Dosenwerfen. Auch die Zocker kommen auf ihre Kosten und können ihr Glück beim Gewinnspiel versuchen. Soweit die BW1-Nachrichten mit dem Wichtigsten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.